In völlig neuem Glanz erstrahlt die generalsanierte Volksschule in Galsbach, die nach zweijähriger Bauphase nun eröffnet wurde. Ein Unterfangen, das bereits dringend nötig war. Ja, es war sehr dringend. Vor allen Dingen, es ist eine Schule, wie es halt in den 70er Jahren gebaut worden ist, mit Flachdach. Und es hat halt da uns die Probleme schon gegeben mit dem Flachdach. Und dann ist noch dazu gekommen, dass vom Raumerfordernis her die Klassen schon viel zu wenig waren, dass einfach Provisorien da waren. Man vergisst sehr viel im Rahmen des Umbaus auch. Wir haben uns gestern die alten Bilder angeschaut von der alten Schule und dann weiß man auch, warum es neu bauen werden müssen. Es ist alleine die akustische Situation da herinnen so, dass es jetzt einfach gesund ist. Es war wirklich, wenn da 130 Kinder rumtollen, es waren nur Hallen, die Gehalt haben, das war wirklich fast unerträglich. Ganz im Gegenteil dazu stehen die neuen Räumlichkeiten, die für Begeisterung bei allen Anwesenden sorgten. Das Schönste an so einem neuen Gebäude sind die strahlenden Gesichter. Die Freude bei den Pädagoginnen und Pädagogen, beim Herrn Direktor, der mit Freude jeden Raum herzeigt, und bei den Kindern, wenn man fragt, was ist das Tollste an der neuen Schule, ist heute zum Beispiel gleich gekommen der Turnsaal. Also, es soll eigentlich nur der Rahmen sein dafür, dass Bildung bestmöglich gelingen kann. Ja, sehr gut fühlt man sich, wenn man ein Gebäude aus den 70er Jahren wieder renovieren kann, thermisch sanieren kann, dazu bauen kann, größere Räume schaffen, freundlichere Räume schaffen und damit ein Stück dazu beizutragen, dass es nur ein bisschen freundlicher wird in der Schule und dass es ein bisschen leichter wird zu lernen. Um diese Ansprüche alle zu erfüllen, musste viel umgesetzt werden. So wurde das bestehende Gebäude vollkommen überarbeitet. Wir haben neu die Nachmittagsbetreuung, die immer stärker in Anspruch genommen wird, wo wir zurzeit 23 Kinder drinnen haben, Tendenz stark steigend. Da haben wir zwei Räume, zwei ziemlich flexible Räume, vorher war es nur einer. Wir haben vier neue, komplett neue Klassen, zwei Gruppenräume, die komplett neu gemacht worden sind und die große Sanierung vom Turnsaal. Und einen Werkraum mit einer Terrasse, wie Sie gesehen haben, der auch recht fein ist. Und den ganzen Lehrerinnen und Lehrertrakt, das ist praktisch jeder Raum umbaut worden da herinnen. Und einiges dazugekommen. Bei so viel Neuerungen in der Schule bekommt auch der eine oder andere Erwachsene wieder Lust, die Schulbank zu drücken. Also ehrlich gesagt, es geht wahrscheinlich vielen so, manchmal würde man gern noch tauschen mit Kindergartenkinder, Schülerkindern. Man sagt, eigentlich so eine wunderbar schöne Zeit. Natürlich ist die Schule heute ein bisschen anders wie vor 30 Jahren. Es ist offener geworden, die Kinder haben mehr Freiräume, sie können in der Pause im Gang herumtollen. Na, da gehe ich schon wieder gerne in die Schule, also sicher.